Warum sollte man unbedingt bei uns die Immobilien kaufen? In diesem Video nenne ich euch heute drei Gründe dafür, die für sich sprechen. Grund Nummer 1, warum man bei uns die neuen Immobilien kaufen sollte als Anlage oder zum Ganzjahresleben, ist, dass wir selbst die Bauträger sind. Du kaufst bei dem Bauträger, das bedeutet, er trägt die Verantwortung, er übernimmt auch die Garantie nach dem Bau und du bist direkt bei dem Bauträger. Das ist einer der wichtigsten Gründe, meiner Meinung nach, dass man als Kunde schon mal gut versorgt ist, also direkt an der Quelle sitzt. Das ist ein wichtiger Grund, oder? Für mich war es zumindest so. Der Grund Nummer 2, warum du mit uns arbeiten sollst, wenn du in Bulgarien eine Immobilie kaufst, dass wir nicht nur die Bauträger sind, sondern auch die Verwalter. Der wichtigste Punkt auch an dieser Stelle für mich war es, dass ich meine Immobilie allein lassen kann. Dann was passiert, wenn ich zum Beispiel ein Jahr nicht hier hinkomme und meine Wohnung, mein Appartement, mein Penthouse steht dann leer? Dann wird dafür gesorgt, dass der Swimmingpool, den ihr gleich in diesem Video seht, immer sauber gemacht wird, dass die Hecke geschnitten wird, dass in Treppengelände zum Beispiel auch sauber gemacht wird. Das ist das, was gerade eben passiert. Und dass die Anlage Video überwacht wird, Zutrittskontrolle von den Bauträgern selber. Das ist auch nicht unwichtig, denn du willst ja, dass deine Immobilie nicht nur gebaut wird, sondern erhalten bleibt und Verwaltung auch gut passiert. Und stell dir vor, die Verwaltung macht irgendein Unternehmen, was du nicht kennst. Herausforderung bei Immobilien gibt es immer. Und wenn das passiert, dann bist du mit uns ebenfalls in besten Händen, denn der Bauträger lebt meistens selber, hat auch selber seine Wohnungen hier und sorgt natürlich dafür, dass es auch immer gut instand gehalten wird. Das war der Punkt Nummer 2. Und der dritte Punkt, warum du mit uns deine Immobilie oder in Immobilie investieren kannst, ist, dass wir nicht nur bauen, verwalten, sondern wir vermieten deine Immobilie. Denn wie viele Menschen sagen, ich mag Bulgarien, das ist schön, das ist gut, doch was ist, wenn es irgendwann mal langweilig wird, das Meer, immer das Meer zu sehen, dann möchte ich nach Mexiko meinen Urlaub machen. Dann kannst du das tun, dann kannst du in dieser Zeit deine Immobilie durch uns vermieten. Du brauchst dich um nichts kümmern. Du brauchst weder Kunden zu suchen, noch aufmachen, aufräumen, Wäsche waschen, nachdem der Gas ausgezogen ist. Oder dafür sorgen, dass du die Kontrolle übernimmst. Das machen wir alles. Volasa übernimmt die gesamte Verwaltung plus Vermietung deiner Immobilie. Das ist für mich, das sind für mich die drei wichtigsten Punkte, wenn ich eine Immobilie kaufe, dass ich nicht nur sage, ich besitze etwas, eine Immobilie kostet Geld, eine Immobilie soll verwaltet werden, doch auch, dass jemand dahinter steckt, der sich darum kümmert, falls, wenn was passiert, es passiert nicht oft etwas, doch immer wieder, dann weißt du, dass du in guten Händen bist und dass jemand sich darum kümmert. Deshalb abonniere meinen Kanal weiterhin, schreib mir deine Kommentare, was für dich bei deiner Immobilie wichtig ist. Vielleicht hast du weitere Punkte, die für dich wichtig sind und schreib uns an, wenn du diesen Service haben möchtest. Denn das bieten wir für euch an. Wir haben coole Projekte, die auf euch zukommen und ich freue mich auf deine Anfragen. Ach, ist das schön heute. Die Nachfrage nach unseren Immobilien, nach Wohnungen ist so riesengroß und die Menschen kommen und sagen, ja, irgendwann mal kaufe ich bei euch auch. Wenn es fertig gebaut ist, bin ich auch dabei. Nun leider ist es meistens viel zu spät. Ihr habt jetzt bei Medibeach gesehen, eine fertige Wohnung, wie das ausschaut. Und wir bauen nun mal alles zu Ende. Doch die häufigste Frage kommt natürlich auch her. Jetzt habt ihr nichts mehr Fertiges, jetzt haben wir nur noch in Rohbau oder gar nur Grundstücke zu verkaufen, wo wir erst bauen werden. Und die allhäufigste gestellte Frage natürlich, ja, aber werdet ihr zu Ende bauen irgendwann mal? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert? Dazu möchte ich auch noch ein paar wichtige Sachen sagen. Erstens, bauen wir nicht zum ersten Mal. Wir bauen ja schon seit über 20 Jahren mit dem Unternehmen. Und die über tausende Immobilien sind bereits schon verkauft und gebaut. Und wir zeigen euch die Immobilien ja live. Wir sagen immer, kommt her, schaut euch das mal an.
Das Haus wurde in 6 Monaten jetzt fertiggestellt. Denn vor 6 Monaten standen wir hier ebenfalls auf dem leeren Grundstück und haben Flasche Shampoos kaputt gemacht, weil wir hier angefangen Baggerarbeiten zu machen. Mittlerweile steht das Skelett, die Fenster stehen drin, die Innenarbeiten werden bereits gemacht, obwohl man im Sommer nicht bauen kann. Wir haben ja Sommerpause in Bulgarien, doch wir dürfen von innen bauen. Wir machen jetzt Verputzung und sogar die Fliesen liegen schon in einigen WCs. Außerdem kaufen wir als Investoren, meine Kollegen, ich persönlich, immer Immobilien selber da, wo wir bauen. Und wisst ihr, wo wir kaufen? Wir nehmen den obersten Stock immer. Für euch ist es wiederum auch ein Nachweis, dass wir zu Ende bauen werden. Denn die meisten Menschen fragen, wird denn meine Wohnung zu Ende gebaut? Die Frage ist ja nicht nach eurer Wohnung, sondern nach dem gesamten Anlage. Und glaubt ihr, wenn wir ganz oben kaufen, dass obere Etage auch zu Ende gebaut wird? Wahrscheinlich schon. Mit höchster Wahrscheinlichkeit kann ich euch sagen, wenn wir oben zu Ende gebaut haben, dann sind die unteren Stöcke auch zu Ende gebaut. Leider sind diese Wohnungen auch schon längst vergriffen, doch Polarstar Block B wird im halben Jahr ebenfalls stehen, so ein Skelett. Und wir sagen, ihr kommt zu unseren Baustellen, besichtigt das Ganze, fasst das Ganze an. Dort drüben haben wir noch 4 freie Wohnungen, nur noch 4. Der Preis ist auch noch vergünstigt, deshalb wartet bitte nicht lange. Kauft euch eine Wohnung zur Not, wenn es euch nicht gefällt, wenn es fertig ist, dann verkauft ihr das. Und dann habt ihr noch einen guten Gewinn und ja, im schlimmsten Falle habt ihr eine Wohnung am Wasser, wo man eine Minute 30 höchstens läuft man bis zum Wasser und genießt das Leben am Schwarzen Meer. Das ist meine Empfehlung an euch heute. Vor 6 Monaten war hier nichts. Guten Morgen, hallo, здравейте. 7 Tage die Woche sind die fleißig und arbeiten hier. Jedes Mal, wenn man in Besichtigung kommt, sind die hier und arbeiten. Jetzt machen die gerade Kaffeepause. Alle lachen über diese Bilder und ich sage immer, hallo, die Jungs befinden sich 7 Tage die Woche, die leben hier. Also sind die Bilder, ja, damit man zumindest auch noch was von zu Hause hat. Das ist unser Eingangsbereich von Polarstar. Toiletten und Empfangsrezeption sozusagen. Also man kommt hier rein, man hat eine Anlage, wo man die Wohnungen hat zum Leben. Doch hier wird auch dafür gesorgt, dass hier ein Hausmeister rumläuft, Personal, dass für Service gesorgt wird. Überall wie in jeder Anlage. Und jetzt wollen wir euch auch die Wohnungen zeigen, die in 6 Monaten entstanden sind, weil eigentlich kann man hier schon auch wohnen. Die Fliesen liegen hier, die Wände sind fertig. Ja, 6. Etage, man hört mir das ein bisschen an. Machen jeden Tag hier hoch, runter Sport. Ja, das ist jetzt eine Wohnung, was ich schon mehrfach gezeigt habe. Die nächste Frage, die sich die Menschen stellen immer, ja, wird man dann das Meer sehen von dort aus? Weil wenn man unten steht am Grundstück, sieht man kein Meer. Doch schaut euch das mal bitte an. Das ist ohne Worte, oder? Auch wenn das Gebäude 200, 300 Meter weiter steht, wir haben hier bergige Landschaft, haben wir immer Meeressicht. Also macht euch bitte keine Gedanken, befindet sich Immobilie 300 Meter von Wasser, hat man trotzdem wunderbaren Meeresblick, sogar mit Panorama und man läuft 1-2 Minuten bis zum Wasser. Ich finde es sogar noch schöner, dass man Gebäude sieht und nicht nur das Wasser, man hat so das Leben mitten in der Stadt und Wasser. Auch vom Schlafzimmer, schaut euch das mal an, auch hier, wenn ich, nee, das war nicht das Schlafzimmer, das ist das Wohnzimmer, wenn ich morgens frühstücke, habe ich hier den Ausblick. Inklusive türkische Berge ganz hinten, die sieht man jetzt im Video nicht, doch wenn ich hier stehe, sehe ich sogar die türkische Seite. Also mitten in Europa haben wir für euch die Aussicht auf Bulgarien und Türkei.